So, damit herzlich willkommen zum neuen Videomodul Mobilmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute geht es um die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe. Und zwar, die Wirtschaftlichkeit ist das Ergebnis aus Ertrag im Verhältnis zum Aufwand. Wirtschaftlichkeit ist etwa gegeben, wenn die Erträge größer sind als die Aufwendungen oder die Erlöse über den Kosten liegen. Eine ganz einfache Definition, die ich einfach nochmal so nachgereicht habe, sollte eigentlich, denke ich, klar sein, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist im Studium. So, wir haben eine Aufgabenstellung und 4 Aufgaben dazu. Das sind jetzt so die Basics, die sollte man auf jeden Fall lösen können. Ein Immobilieneigentümer muss seine alte Ölheizung austauschen. Nun steht er vor der Entscheidung, eine Wärmepumpe installieren zu lassen. Dabei interessieren ihn vor allem die Auswirkungen der zukünftig zu erwartenden CO2-Bepreisung. Der Katalog eines Heizungsherstellers macht folgende Angaben. Ja, wir haben eine Wärmepumpe, Strombetrieben, Anschaffung und Installation 19.000 Euro. Dann Jahresarbeitszahl 4 und Strompreis 29 Cent pro Kilowattstunde beziehungsweise 0,29 Euro je Kilowattstunde. Heizwärme und Wasser, Warmwasserbedarf 109,3 Kilowattstunden je Quadratmeter pro Jahr bei einer Nutzfläche von 180 Quadratmetern. Ich war mal ein bisschen gemein, habe alle Einheiten ausgeschrieben. Wobei, so gemein finde ich das auch nicht, weil manche Notationen vertauscht man ab und zu oder weiß nicht mehr, was dahinter steckt. Und ja, hier kommt es wieder darauf an, dass ihr die Formel parat habt, die Notation verstanden habt, euch die Aufgabe 2-3 Mal durchlest und dann einfach stumpfes Einsetzen in die Formel. Mehr ist das nicht. Ja, die Wärmepumpe verursacht einen spezifischen CO2-Ausstoß in Höhe von 0,47 Kilogramm pro Kilowattstunde. 4 Aufgabenstellungen warten auf uns. Bestimmen Sie die jährlichen verbrauchsgebundenen Kosten für Heizung und Warmwasser der Wärmepumpe. Ich mache das wie immer. Ich schreibe euch als erstes die Formel hin und dann setzen wir einfach die Werte ein. Das ist so das, was in den Übungsveranstaltungen, die ich besucht habe, eben nicht gemacht wurde. Es wurde die Formel zwar gezeigt, aber es standen nur die Notationen da und es wurden nicht einmal die Werte in die Berechnung eingesetzt. Das fand ich sehr, sehr schade. Das werde ich am Ende des Semesters auch nochmal dem Lehrstuhl dann mitteilen. Einfach so mein persönliches Feedback nochmal abgeben. Das mache ich schon ganz gerne. Ja, dann würde ich sagen, 3 Schritte müssen wir uns hier merken. Ich habe euch übrigens alle Formeln zur Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe auf unserer Webseite im Fragenkatalog Immobilienmanagement hinterlegt. Also wenn ihr es nicht abwarten könnt, schaut dort auf alle Fälle vorbei. Ansonsten findet ihr auch unterhalb dieses Videos in der Beschreibung noch die ein oder andere Definition. Also 3 Schritte habe ich gesagt. Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3. Ich muss ein bisschen klein schreiben, weil wir nicht allzu viel Platz haben. Aber ich denke, das bekommen wir schon hin. So. Wir steigen ein mit dem Heizwärmebedarf und hier haben wir die Notation groß Q, klein h. Dann, wir haben einmal einen Wärmebedarf pro Jahr, Wärmebedarf oder einen Energiebedarf pro Jahr. Und das Ganze multiplizieren wir mit der Fläche. Fläche in Quadratmetern. Ja, Einheiten und Größen natürlich mehr mitschreiben. Machen wir es einmal kurz. Und zwar Aufgabenstellung, wie gesagt, 2-3 Mal durchlesen, verstehen, entsprechende Werte markieren. Ich markiere jetzt alle Werte, die wir bereits berücksichtigt haben, so schrittweise. Also, wir haben einen Wärmebedarf von 109,3 Kilowattstunden je Quadratmeter pro Jahr und eine Nutzfläche von 180 Quadratmetern. Jo, also 109,3 kWh pro Quadratmeter und dann multiplizieren mit den 180 Quadratmetern. Jo, die Quadratmeter verschwinden, weil wir einmal oberhalb des Bruches Quadratmeter haben und darunter, das löst sich dann auf. Und am Ende bleiben nur kWh stehen, also Kilowattstunden. Taschenrechner, 109,3 mal 180. Hier haben wir dann die 19.674 kWh.
Ja, das können wir einmal doppelt unterstreichen, auch wenn das noch nicht das Endergebnis ist, wo wir eigentlich hinwollen. Dann zweiter Schritt, wir suchen den Stromverbrauch. Also schreiben wir hin, Stromverbrauch. Ja, ich würde mir auch empfehlen, also ich kann nur empfehlen, euch so eine Struktur anzueignen für die Aufgaben, die ihr einfach abspult in der Klausur. Dann haben wir EL als elektrischen Stromverbrauch oder elektrische Energie, wie ihr es auch immer nennen wollt, dann den Heizwärme, so, ja, B, Darf, den wir gerade bestimmt haben, und zwar QH, und das Ganze dividiert durch die Jahresarbeitszahl. Jahresarbeitszahl, und zwar abgekürzt JAZ. Ja, und dann einfach nur die 19.674 Kilowattstunden dividiert durch 4. Und ja, dann kommen wir auf unser Ergebnis. Also 19.674 durch 4. Da kommen wir auf einen Verbrauch von 4.918,5 Kilowattstunden. 4.918,5 Kilowattstunden. Auch hier einmal unterstreichen, auch wenn das nicht unser Endergebnis ist. Ja, dann geht es weiter, und zwar verbrauchsgebundene Kosten. Wir sollen ja auch hier, das ist ja das Ziel, die verbrauchsgebundenen Kosten. Ich schreibe jetzt hier einfach nur Kosten hin. So, und dann eben die Notation C-OPEX. C-OPEX. Ihr könnt natürlich die Notation auch abändern. Ihr müsst das nur dem Leser eben kenntlich machen. So, dann eben Stromverbrauch. Stromverbrauch. Hier hatten wir EL. Und das Ganze multipliziert mit dem Strompreis. Strompreis. Hier nehme ich jetzt einmal mal ein P und dann könnt ihr ja hier nochmal Strom dazu hinpacken. P Strom. Ja, die Notation war übrigens nicht gegeben, die habe ich jetzt dazu gepackt. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir einfach einsetzen: Stromverbrauch 4918,5 kW. WH. Und jetzt beim Strompreis müsst ihr aufpassen. Ja, gucken wir kurz. Ja, ich wollte noch einmal die Werte markieren, die wir bereits schon berücksichtigt haben. Hier die 4, die hatten wir ja auch schon. Strompreis liegt bei 29 Cent je Kilowattstunde. Und hier direkt in Euro umrechnen, das macht mehr Sinn, als wenn ihr so einen ewig langen Centbetrag habt. Also schaut immer, wie macht das Sinn, welche Einheiten anzugeben, damit die Zahl nicht zu lang ist, aber auch nicht zu kurz, wir nicht zu viele Nachkommastellen haben, oder es ist eine Aufgabe eben vorgegeben. Ja, und das Ganze dann mal 0,29 Euro je kWh. Jetzt bekommen wir ein bisschen Platzprobleme, weil ich denke, wir bekommen das noch gut dahin. 4.918,5 mal 0,29. Dann haben wir hier 1.400 26, zweite Nachkommastelle runden, und zwar 3,7 Euro. So, das sind unsere Ergebnisse. Was man jetzt auch gerne macht, dass man mal per Anno eben hinschreibt, PA. Einfach pro Periode, pro Jahr, pro Quartal etc. Ja, das A hatten wir ja auch schon mal in einer unserer Aufgaben definiert als Zeitraum. Beziehungsweise wir können dann für A ein Jahr einsetzen, eine Woche, ein Quartal. Ja, das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Ich hoffe, ihr bekommt ja nicht Punktabzüge, wenn das jetzt irgendwo noch untergeht. So, ja, denn hier steht ja die jährlichen verbrauchsgebundenen Kosten. Dann kann man davon ausgehen, dass das Endergebnis auch jährlich angegeben ist. So, das war jetzt die erste Aufgabenstellung. Die zweite Aufgabenstellung: Berechnen Sie die Annuität der Investitionskosten der Wärmepumpe bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren. Hier haben wir jetzt weitere Werte gegeben, 20 Jahre und einen Zinssatz von 5%. Ja, Annuitätsfaktor als erstes. Ich mache immer wieder so ein I hin. Annuitätsfaktor.
So, den betiteln wir als A, kann man eventuell verwechseln mit per anno. Ja, müsst ihr für euch wissen, ihr könnt auch gerne andere Notationen nehmen. So, dann haben wir einmal I mal 1 plus I groß T und dann eben hier 1 plus I. Ich meine, wir hatten die Formel schon in einem unserer Videos auch gezeigt. T minus 1. Ja, und dann können wir direkt mal einsetzen. Wir haben 0,05. Das sind die 5%. Dann 1 plus 0,05. Groß T, die Anzahl der Jahre, der Zeitraum. Und dann hier 1 plus 0,05. So, und dann eben die 20 hier noch hinpacken, minus 1. Ja, jetzt müsst ihr natürlich gucken, mit welcher Nachkommastelle sollt ihr weiterrechnen. Ich nehme jetzt die zweite, um das ein bisschen abzukürzen. Also 0,05 mal, Klammer auf, 1 plus 0,05, Klammer zu, hoch 20. Dann, Klammer auf, 1 plus 0,05, Klammer zu, hoch 20, abzüglich der 1. Haben wir 0,08024258719. Ich nehme jetzt die zweite Nachkommastelle, 0,08. Ja, und dann können wir auch direkt weitermachen mit Schritt 2. Und zwar der Annuität. Und zwar hier als C Capex. Das ist die Notation. So, da haben wir einmal die Investitionskosten. Investitionskosten. Und zwar CI. Dann multipliziert mit dem Annuitätsfaktor. Annuitätsfaktor und hier hatten wir die Notation eben klein a genommen. Ja, und dann können wir einfach einsetzen, die Investitionskosten, Anschaffung und Installation kosten 19.000 Euro, also die 19.000 multipliziert mit 0,08. Also ihr seht, die Berechnungen sind ja relativ simpel. Es ist einfach nur wieder so eine Frage, schaffe ich das in der Prüfungsvorbereitung, mir diese ganzen Themen anzueignen? Ja, also da muss man einfach fleißig sein. 0,08 mal die 19.000 sind 15.020. Ihr könnt natürlich ein bisschen abweichende Ergebnisse haben, klar, weil ja, ihr vielleicht mit der dritten, vierten Nachkommastelle weitergerechnet habt. Also lasst euch dadurch nicht irritieren. Euro und dann kann man noch PA eben hinschreiben. So. Ja, das waren jetzt die ersten zwei Aufgaben. Jetzt kommen wir zum CO2-Ausstoß. Und zwar bestimmen Sie den CO2-Ausstoß je verbrauchter thermischer Kilowattstunde der Wärmepumpe. Auch hier wieder eine Formel, übrigens nur eine Formel, also jetzt keine Gliederung mehr in Unterpunkten oder so, sondern wir schreiben hin, wir brauchen den CO2-Ausstoß. CO2-Ausstoß. Und zwar auf Wärmeseite. Man unterscheidet ja zwischen Wärme- und Stromseite. Wenn ihr natürlich das umgekehrte Paket benötigt, dann einfach die Formel, ja, einmal die Formel sich natürlich aneignen und dann eben die Notation einmal umdrehen. Punkt. So. Da haben wir dann CO2-Ausstoß auf Stromseite. Auf Stromseite. So, hier habe ich sogar eine Notation und zwar F und dann hier einfach CO2 und das Ganze dann dividieren durch die Jahresarbeitszahl. Jahresarbeitszahl. So, da hatten wir die Notation JAZ. Ja, und dann einfach einsetzen. Jetzt gucken wir kurz in die Aufgabenstellung. Wir haben nur einmal einen CO2-Ausstoß hier angegeben. Also können wir ja auch nur diesen Wert hier nehmen. Alles andere kommt nicht in Frage, weil wir sonst nichts haben. Also
die 0,47. Jetzt wichtig, Kilogramm pro Kilowattstunde und dann eben durch die 4. Ja, 0,47 geteilt durch 4. Die Einheiten wieder mit rübernehmen, dann haben wir 0,1175. Ich nehme jetzt mal die vierte Nachkommastelle, auch wenn in der Übungsveranstaltung wurde auf die zweite jetzt hier gerundet. Ja, müsst ihr für euch wissen. So, dann haben wir hier die Kilowattstunde kWh und dann kann man hier nochmal CO2 dazu schreiben. Das spare ich mir jetzt. So, doppelt unterstreichen. Dann sind wir hiermit auch schon durch. Das war es schon bei Aufgabenstellung 3. Ja, in Aufgabenstellung 4 bestimmen Sie den gesamten CO2-Ausstoß der Wärmepumpe. Also wir schreiben hin, gesamter CO2-Ausstoß. Ich sehe jetzt gerade, wir haben bei beiden der Aufgabe 3 und 4 jetzt noch relativ viel Platz. Ich hätte das natürlich mit 1 und 2 ein bisschen mehr Platz lassen können als bei 3 und 4. Aber das weiß man natürlich auch erst nach der Aufnahme. So, M CO2 wäre hier eine mögliche Notation. Und dann haben wir den Stromverbrauch. Und zwar EL. Es geht ja jetzt hier um den Ausstoß der Wärmepumpe. So, die Wärmepumpe muss natürlich erstmal arbeiten. Und die Wärmepumpe verbraucht natürlich entsprechend Strom. Den haben wir bereits schon ermittelt. Jetzt wollen wir einfach wissen, wie groß ist der Ausstoß, wenn wir den und den Verbrauch haben. Mehr ist das schon gar nicht. So, und dann eben CO2-Ausstoß auf Stromseite. So, jetzt nicht auf Wärmeseite, also macht da jetzt nicht einen Fehler. Da habe ich auch keine Notation mehr, oder? Doch, da hatten wir FCO2. So, und dann können wir direkt einsetzen. Und zwar haben wir, ich gucke mal kurz, Stromverbrauch ist hier 4.9185 Kilowattstunden. Und das Ganze eben multipliziert mit auf Stromseite, das heißt 0,47 Kilogramm kWh. Ja, das ist jetzt einmal wieder stumpes in den Taschenrechner eingeben, 4918,5 mal 0,47 und da haben wir hier 2311,7 gerundet, sonst hätten wir 6,95. Ja, mit den Rundungen bin ich jetzt nicht einheitlich vorgegangen, aber ich denke, darüber kann man jetzt hinwegsehen. Kilogramm. So, Kilogramm natürlich an CO2. So, aber ja, das sagt natürlich hier schon die Fragestellung wieder. CO2 und da haben wir auch hier den CO2-Wert auch berechnet. Ja, das war's schon. Mehr ist das Ganze nicht. Also merkt, die Berechnungen an sich sind gar nicht so schwer. Wenn ihr von einer Riesenaufgabe irgendwie überrollt werdet und da stehen total viele Angaben, riesiger Text und so, ey, markiert euch die entsprechenden Werte. Ihr habt die Formeln euch angeeignet, spult die einfach ab, Punkt. Und ich habe euch das auf unserer Webseite in so einem Fragenkatalog auch alles hinterlegt. Das ist natürlich insgesamt viel Input, gar keine Frage. Und daran scheitern, denke ich, viele von euch, dass man einfach nicht mehr die Zeit hat, sich diesen ganzen Input anzueignen. Aber von der Komplexität, der Schwere, das ist hier wirklich einfach nur eine Formel einsetzen, das war's. Man muss es nicht mehr verstanden haben oder so, was dahinter steckt. Es ist einfach nur Formel, einsetzen, Punkt, Ergebnis, doppelt unterstreichen. Ja, es soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.